Hallo und willkommen zu meinem zweiten Tutorial über Programme, wo vielleicht wichtig oder interessant für euch sind. Und heute möchte ich euch das Programm Windows 7 Firewall Control zeigen. Das ist natürlich, so wie der Name sagt, nur für Windows 7 Nutzer möglich. Es ist ein sehr interessantes Programm, weil es verhindert, besser gesagt, man sieht sogar, welche Programme gerade ins Internet wählen wollen, und man kann es ihnen auch verwehren, oder ob sie nur hochladen dürfen oder nur Dateien runterladen dürfen. Das kann man alles mit diesem Programm machen. Ich erkläre es euch mal kurz, wie man es bekommt und wie es ungefähr funktioniert. Also, außerdem, bei jedem Start von Windows ist es automatisch an der Tastleiste. Wenn ich es jetzt schließe, es bleibt auch da. Dazu starten wir jetzt erstmal unseren Internet Explorer, je nachdem, was ihr habt, und tippt ein Win das, Win das 7 Firewall zusammen Control, da haben wir schon. Dann sucht ihr euch irgendein Download aus, zum Beispiel Chip, wie ihr schon im vorigen Tutorial erwähnt. Ich mag gerne von Chip runterladen, weil ich da auch weiß, dass es hundertprozentig kostenlos ist. Dann drückt ihr hier auf Download. Dann vom Download vom Server Chip Online. Und ich hoffe, dass diesmal nicht spinnt. Und sollte, ja, dort kommt der Download. Dann klickt ihr hier auf Datei speichern und ganz normal installieren wir jedes andere Programm auch. Abbruch. Nun brauchen wir den Internet Explorer nicht wirklich. Nehmen, aber ich lasse ihn gerade noch. Ne, ich schalte ihn aus. Dann installiert ihr es und dann kriegt ihr hier diese schöne Anwendung. Es werden jetzt wahrscheinlich gleich einige Programme anfahren und ziemlich laut rumbimmeln. Ihr werdet gleich merken, was passiert, wenn ich Beispiel jetzt den Firefox abschalte. Ihr dürft außerdem, wenn ihr ein Programm abschalten wollt, doppelt draufklicken und dann klickt ihr hier auf Disable, für dass es nicht, dass es gar nichts darf. Also es darf keine Verbindung mit dem Internet herstellen, es darf nichts runterladen, es darf nichts hochladen. Enable All ist für alles, also man darf, es darf hochladen, es darf runterladen, es darf einfach Kontakt mit dem Internet herstellen. Dann Incoming, also nur reinkommendes Signal, wäre beim Internet Explorer ziemlich überflüssig, weil er muss ja die Signale holen und hochladen. Wenn man zum Beispiel draufklickt, dann muss er ein Signal hochladen. Und genauso hier Outgoing Only, dann erlaubt er es nur hochzuladen und nicht runterzuladen. Jetzt, um euch zu mal demonstrieren, was passiert, schalte ich auf Disable All, also schalte es ab und sag Apply. Schließe ich es gerade mal. Und jetzt, wenn ich mit dem Internet Explorer online gehen möchte, wird es gleich ziemlich laut, weil er möchte die Verbindung aufbauen und es kommt eine Fehlermeldung. Da kommt nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Bei euch würde jetzt anfangen, hier irgendwas rumzubimmeln. Doch, er macht nichts. Doch, hier, ach, weil wir ihn drin haben. Okay, zeige ich euch nochmal. Ich schmeiße ihn kurz raus. Also ihr seht schon, er kriegt keine Verbindung. Ich sage einfach, dass ich den nicht mehr drin haben möchte. Wenn ich jetzt ihn starte, kommt es wie bei euch, wenn ihr das Programm nicht kennt. Genau, sowas geht auf. Und jetzt fragt er mich genau das Gleiche, ob ich das Programm erlauben möchte oder nicht. In dem Fall, weil es ein Internet Explorer ist und ich das brauche, drücke ich auf Enable. Ihr werdet verwundert sein, wie viele Programme eigentlich Verbindung mit dem Internet herstellen. Und ihr werdet es ziemlich schnell merken mit diesem nützlichen Programm. So, wenn ich jetzt auf Apply drücke, also auf Enable All und dann Apply und jetzt auf nochmal versuchen klick, funktioniert das Ganze. Hier unten seht ihr außerdem auch die Blocked Events. Hier war kurz ein Fenster offen. Ja, das zeigt alle geblockten Events an, also alles, was geblockt worden ist, was nicht ins Internet darf. Und somit seht ihr auch gleich, welche Programme gerade zu welcher Zeit online gehen wollen. So, das ist ein ziemlich nützliches Programm und ich hoffe, es bringt euch was, wenn ihr es verwenden könnt. Leider nur für Windows 7 möglich und ja, dann beende ich das Tutorial damit und tschüss, bis zum nächsten Mal.